Hallo ihr lieben Freunde des Blaxploitation, Easterns und des Trashfilms. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Donnerstagsfolge der Trashothek Movie Minutes. Okay, Thorsten, Blaxploitation Eastern. Magst du dazu was erläutern? Ich habe da schon was vorbereitet, wie man sieht. Dieses wunderbare, tolle Samurai-Schwert. Ist das ein Hattori Hanzo? Fast. Hat nur 3,99 gekostet im Karnevalsmarkt. Aber es ist nicht ganz so realistisch wie die Schwerter, die in dem Film jetzt vorkommen, den wir heute präsentieren. Es ist ein wunderbares, schönes, kleines Grindhouse-Meisterwerk, nämlich ein Mann wird zum Killer. Genau, auch bekannt unter dem Titel Death Force oder auch Fighting Mad. Okay. Es ist einer dieser wunderbaren Filme, die in den 70ern auf den Philippinen gedreht worden sind. Deshalb ist auf dieser DVD, das sage ich direkt von Anfang an, das ist eine DVD- und Blu-ray-Kombo, auch ein wunderbarer Bonusfilm, eine Dokumentation drauf, genannt Machete Maidens Unleashed, über die Produktionsbedingungen auf den Philippinen in den 60er und 70er Jahren, wo viele amerikanische Billigfilmmacher, allen voran Roger Corman, eben genau solche Filme gedreht haben. Kick them! That's what they're paid for. There, they just put some fuel in the guy and lit him up, and when he got hot, he jumped in the water. It was hilarious. The creature they built was a little bit crude. For $500, what do you want them to do? Okay. Und bevor wir auf die Handlung gleich kommen, als wäre es nicht noch genug, ist bei dieser DVD-Blu-ray-Kombo ist auch noch ein wunderbarer Sammelschuber mit dabei. Oh! So, ich komme vor wie im Verkaufsfernsehen. So, das ist eigentlich ganz cool, weil es gibt von dem Label Subkultur bereits die erste Grindhouse Collection. Das waren damals, glaube ich, 7 DVDs zu dem Zeitpunkt noch. Und bei der allerersten ist dann immer eine Box dabei. Da ist dann auch so eine Pappe drin. Da ist dann diese DVD auch mit drin. Und hier ist dann jetzt noch Platz für 9 weitere DVDs, die in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten folgen werden. Die Grindhouse Collection von Subkultur. Was mir da ja so ganz besonders gefällt, ist, man nimmt es raus und oh, es ist mal nicht dasselbe Motiv drauf, sondern das Fighting Mad Poster ist mit drin. Ganz genau. Es ist auch noch ein schönes Booklet drin. Also die haben sich richtig Mühe gegeben, die Jungs von dem Label. Und dieser Film wird halt in einer relativ guten, ich meine, man muss dazu sagen, es ist halt keine gestochen scharfe Blu-ray-Qualität, wie man das von heutigen Blu-rays kennt. Mhm. Das liegt aber einfach am Original. Die haben das Ding neu abgetastet. Das ist auch zum ersten Mal ungekürzt. Der Film ist also etwas über 10, 12 Minuten länger als in der alten deutschen Fassung, die es bisher nur auf VHS gab, sozusagen. Und es ist eine schöne Mischung aus Blaxploitation, Easter, Grindhouse. Also es ist eine schöne Mischung. Es geht um Doc Russell. Doc Russell ist ein US-Elite-Soldat auf den Philippinen. Und ist das dieser schwarze ganz genau, Typ? Ganz genau. Gespielt von James Inglehart, der in seinem Leben nur 5 oder 6 Filme gedreht hat. Okay. Und das ist der letzte. Und dann hat er einfach aufgehört und hat keinen Bock mehr gehabt. Okay. Eigentlich ganz witzig, wobei er da sozusagen zum ersten Mal so eine richtige eigene Hauptrolle hatte. Und dieser Doc Russell wird von seinen Kumpels, mit denen er so ein paar krumme Dinge dreht, halt verraten und dann mit aufgeschnittener Kehle ins Meer geworfen auf hoher See. Das ist nochmal freundschaftlich. Und dann ist der Film zu Ende und er ist direkt Nein, dann geht es eigentlich erst richtig los, weil er landet dann schwer verletzt, nicht tot, wie sie eigentlich gedacht haben, schwer verletzt auf einer kleinen, einsamen Südseeinsel und wird dann von zwei japanischen Soldaten, die seit dem Zweiten Weltkrieg da schon zig Jahre ausharren, gesund gepflegt und auch im Schwertkampf ausgebildet. I'm Shogun here! What if you can never leave this island? Und dann kommt er irgendwann zurück in seine Heimatstadt, wo er seine Ex-Kumpels mittlerweile die Herrschaft über die Gangster und die Mafia übernommen haben, mit äußerster Brutalität, und schlägt noch brutaler zurück. Das ist so eine schöne Mischung aus, wie gesagt, Eastern, Grindhouse, Mafia, Gangster, Film. Also alles schön zusammengemischt und man hat einen wirklich spannenden, unterhaltsamen Film mit einem richtig geilen Highlight-Ende. Da will ich aber jetzt nicht viel verraten. Also da rollen auch noch mal ein paar Köpfe. Also mich erinnert es ein bisschen an so einen Bud Spencer und Terence Hill Film, irgendein vergessener Japan.
technischer Soldat auf einer Insel. Aber es ist nicht schön. So viel zum Lachen drin. Also es ist schon sehr ernst. Also der Film nimmt sich auch selber sehr ernst. Regisseur ist Sergio H. oder H. Santiago. Der hat dutzendweise Grindhouse-Filme gedreht. Ein philippinischer Regisseur. Der hat unter anderem auch für Corman Savage gedreht. Auch so ein Kriegsfilm, wo der Engelhardt auch eine Hauptrolle spielte. Auch ein Blaxploitation-Film. Dann TNT Jackson oder Equalizer 2000. Und 1988 halte ich fest, The Expendables. Mm. Natürlich nicht der, den wir kennen. Der hat nicht mal einen deutschen Titel, kennt keiner. Also auch so ein Actionknaller. Auf jeden Fall ein Massenproduzent, der aber durchaus zu den Top-Regisseuren des philippinisch-amerikanischen Grindhouse gehört. Aber wenn er sich selber so ernst nimmt, der Film, ist er denn wenigstens ab und zu unfreiwillig komisch? Ja, es gibt durchaus die eine oder andere Szene, wo es schon ein bisschen witzig ist. Aber allein schon das Zitat am Ende auf der Rückseite der DVD sagt schon alles. Die Klinge seines Schwerts ist die Sterbeanzeige für die Arterien seiner Feinde. Ich meine, das ist doch mal ein Werbespruch, oder? Und das sagt alles aus. So, wie gesagt, Bonusfilm mit drauf, schönes Package, lohnt sich einfach, ist bereits im Handel erhältlich und ich freue mich schon auf die nächste Veröffentlichung in der Grindhouse Collection. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach zur Bewertung. Never before have you seen material so ripe for masturbation. By the way, was kostet das? Ich glaube, dieses Package liegt so, je nachdem, wo man es kauft und wie man es kriegt, so irgendwas um die 25 bis 30 Euro. Ist aber ein Tipp, weil wenn er es für den Preis noch kriegt, die Erfahrung zeigt, dass die ja immer nur in einer kleinen Auflage aufgelegt worden sind. Ja. Und wenn die ja mal vom Markt runter sind, zahlt ihr nachher bei eBay teilweise Preise um die 70, 80 Euro für so eine Start-DVD mit der Box halt. Wenn man die haben will, sollte man schnell zuschlagen. Halt, das gibt es halt als eine Tausender-Auflage oder so und das war's dann. Wenn die weg sind, sind die weg. Dann schlagen wir jetzt zu. Gut, so. Okay, ein Mann wird zum Killer. Jawohl. Nix fürs erste Date, sage ich ganz klar. 4, weil es gibt Gewalt gegen Frauen, es gibt Gewalt gegen Männer, es gibt jede Menge Gewalt, es gibt rollende Köpfe und auch jede Menge Blut, da kommen wir gleich noch zu. Der Bierdeckel-Faktor liegt dann so bei 3, es geht schon so ein bisschen hin und her, also es ist nicht ganz so simpel, aber auch nicht total kompliziert. Das heißt, eine einfache Geschichte kompliziert erzählt. Schön. Ja, die sind manchmal schwingen die sehr viel hin und her, also zwischen den einzelnen Geschichten. Mhm. So, dann Blutamat wird, auch wenn es ein paar rollende Köpfe gibt, eigentlich eher 2. Es gibt ein, zwei schöne Effekte, aber in der Regel ist das mehr auch bei Spencer und Terence Hill Niveau, da gebe ich dir schon recht. Gibt's auf die Orme. Genau. Dann Sexorama ist auch sehr übersichtlich. Also da gibt es mehr nackte Männeroberkörper, Blut, Schweiß und Tränen, aber nicht wegen Sex und verlorenen Freundinnen, sondern wegen Rache und Verrat. Mhm. So, und zu guter Letzt der Trashpegel, natürlich unumwunden. Huch, jetzt wird man hier fast ein bisschen Marktwert hochgeschoben. Unumwunden eine 5, weil es einfach richtig schön schräg ist. Eine geile philippinische Produktion. Und ich muss sagen, guckt euch wirklich diese Bonus-Dokumentation an. Die ist wirklich richtig, richtig geil und macht total Spaß. Okay, sind 15 Punkte. Macht einen Durchschnittswert von 3,0, was ja durchaus ordentlich ist, ja. Auf unserer Wall of Trash. Ein Mann wird zum Killer. 3 Punkte. Das heißt, man findet jetzt bei 3,0 3 unterschiedliche Trash-Produkte. Ja. Völlig unterschiedlicher Herkunft und Güte, aber gleicher Klasse. Genau, ich packe ihn mal hier hin. Er steht jetzt über Planet USA und Mega Reds, also genau wie die beiden auch 3 Punkte, aber weil es der neueste ist, wieder ganz oben. Aber ganz unterschiedliche Filme, ähnliche Bewertung oder gleiche Bewertung. Natürlich unterschiedlich in den Kategorien. Aber wie gesagt, ein Ding, was man sehen sollte, macht Spaß. Zieht in euch rein und am besten mit einem schönen Plastikschwert dabei, dann macht es doppelt Spaß. Bis dann. Tschüss. Tada! Manchmal habe ich Angst.